Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Phasmophobia mit der Sera und Verantis. Und wir gehen heute ins Gefängnis. Die Mädels freuen sich auch schon drauf, dass wir ins Gefängnis gehen. Yay. Unheimlich. Ich meine natürlich, yo, super. Auf geht's. Man hört die Begeisterung. Das ging schnell. Wow. Ja. Zehn Grad mit dem Thermometer, Ausräuchern-Solmon und Bewegungssensor. Und er reagiert auf Gruppe und allein. Ach, ist das schön. Immer wenn die Sera dabei ist, reagieren die auf uns alle. Ja, ich finde das toll. Ja, das ist okay. Ich habe noch Geisterobs. Also wenn hier irgendwas jault, ist es meine Katze. Die hat gerade ihre 9,5 Minuten. Ach, schön. Süß. Seht ihr irgendwas? Bis jetzt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, bleib mal da, weil ich glaube, ich habe was gesehen. Also das ist jetzt sehr schnell gewesen. Wo hast du denn was gesehen? Auf der rechten Seite, oder bin ich blöd? Was siehst du denn? Siehst du einen Geisterorb oder hat sich eine Tür bewegt? Also ich kann nichts erkennen. Also ich sehe auch nichts. Dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Ich glaube, im B-Block ist auch nichts drin. Schaut zumindest aktuell nicht danach aus. Ich wollte gerade sagen, zumindest vorerst nichts. Wollen wir statt einem zweiten Thermometer mal mit der Ghostbox reingehen, dass du gleich eine Session machen kannst, wenn wir da sind? Ich habe doch schon eine Ghostbox dabei. Ich habe EMF und Ghostbox dabei. Achso, dann supi. Ah, dann nimm ich noch einen Bewegungsmelder mit. Ja, das ist natürlich eine Variante. Weil dann können wir gleich eine Aufgabe erfüllen. Ne? Wow, ich glaube, ich habe was gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Und zwar oben in dem der Überwachungshütte. Meine ich, einen Geisterorb gesehen zu haben. Okay. Ja, das sind Geisterorbs. Ja. Yay, dann wir wissen, wo er ist. Wir haben ihn gefunden. Hey! Dann auf! Ja, Junge! Hoppi galoppi! Kein langes Rumsuchen! Macht sich das Camp jetzt endlich bezahlt. Aber ich finde es immer super, wie gespannt wir vor diesem Bildschirm hängen, Totenstille, und auf einmal heißt: Hast du es gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen. Hast du es gesehen? Nee, gerade auch nicht. Und dann beim nächsten: Hast du es gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen. Aber ich glaube, da war gerade ein Geist drauf. Ja, Moment. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja, super. Ja, aber es lohnt sich halt tatsächlich, gerade bei den großen Objekten die Kameras durchzuschauen. Sei aber bitte so lieb und schmeiß nicht wieder deine Sachen auf den Boden und hau ab, ne? Dass wir hier alleine sind. Nee, das sollte diesmal nicht passieren. Ich weiß, es ist gruselig, aber trotzdem. Ja, mach mal halt den Depose. Ja, vor allem da kannst du auf einmal flitzen, ey. Wir sehen nur noch, wie deine Gegenstände auf dem Boden fallen, weg bist du. Oh.
sie jetzt auch gleich denken, der Geist, wo wissen die denn, wo ich bin? ich habe gerade dein EMF gehört. Ich, ja, auch. Ich auch. 9 Grad. Kurz zur Info. Ich habe die 9 Grad Temperatur nicht hier und auch nicht in dem Raum, sondern im Flur davor. Interessant. Ja, ich habe hier drin auch kein EMF, sondern davor. Ja, also es ist hier drin echt warm. Ah! Ja, also ich habe jetzt... Da! Hat die Tür aufgemacht. Er hat die Tür aufgemacht. EMF für euch? Hallo? Jemand da? Also hier ist es zwar. Ja, das war bloß an der Tür. Bist du hier? Nee, 2 Grad, Moment. Jetzt waren es jetzt 2 Grad. Ich glaube, der läuft hier einfach nur durch. Ich würde das Geisterbuch eher hierher legen, in den Flur. Den Bewegungsmelder wird ich hier drüben reinsetzen. Ich bin mir sehr sicher, das werden jetzt noch Gefriertemperaturen. Ich bin schon auf. Bist du hier? Ich hab das Buch hingestellt. Gefriertemperaturen. Wo bist du? Was willst du? Warum bist du hier? Willst du uns töten? Bist du hier? Was willst du? Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du hier? Nö, der will nicht reden. Nö, es sind auch mittlerweile Gefriertemperaturen. Aber EMF-technisch wird es auch nicht viel werden. Hier ist übrigens der Hauptstrom. Also, ich weiß ja nicht, was du hattest bis jetzt, aber ich habe schon mal gesehen, dass du ein relativ hohes EMF hattest. Also bei mir war es das höchste 2er-Ausschlag. Wo war denn der hohe Ausschlag? Da in der Tür. Du hast gerade schon wieder Wieb gemacht. Ja, das war ich nicht. Nee, das war das eher nicht. Genau, der Gerät hat Wieb gemacht. Sie zeigt mir das nicht an. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Geisterbeseitigung hat das Ding kaputt gemacht. Du weißt es, hast du letztens liegen lassen, weißt du? Sag mal, der schmeißt doch hier irgendwo mit irgendwas rum. Hier sind keine Gefriertemperaturen. Nee, hier ist warm. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, was haben wir jetzt? Geisterorbs, Gefriertemperaturen? Dass wir uns vielleicht eine Cam holen und hier Fingerabdruckleuchte-Ding. Den Hauptstrom ausgemacht.
Ernsthaft? Ich hab's gerade wieder kurz gehört. Nein, Hauptstrom ist noch an. Dann hat er irgendwas gerade angefasst. Was hat er sich angehört, das hat den Hauptstrom ausgemacht. So vielleicht hat er halt. Vielleicht hat er auch bloß irgendwo einen Lichtschalter betätigt. Warum ist dann kein Licht angegangen? Keine Ahnung. Gehen wir mal noch ein paar Sachen holen. Da ist Licht angegangen. Ich wollte gerade sagen, warte mal, ich habe eine Kette dabei. Ich höre dein EMF. Keine Fingerabdrücke. Ich auch. Seht ihr, wie viel der Ausschlag ist? Du hattest gerade deine Hand in der Windschutzscheibe. Windschutzscheibe. Habe ich jetzt nicht gesehen. Eins. Fup! Vorbei. Wer ist tot? Ich hab irgendjemanden sterben. Dann war es Sarah. Ich hab bloß ein Hu gehört. Ich hab irgendwie auch Sarah verloren. Sarah ist nicht mehr hinter mir. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin drauf. Ja, Sarah liegt hier. Hier ist eine Bombenangabe, wenn ich ja, wenn du die Treppe runter gehst, da direkt, wo du dann beim Besucherraum rauskommst, auf der anderen Seite. Oh nein, ist die da stehen geblieben? Ja, die war in der Ecke. Der hat mir auch ins Ohr gerülpst. Du bist übrigens auch mit der Sanity extrem unten. Das denke ich mir. Also diesmal waren wir jetzt nicht lang drin und der hat brutal runtergezogen. Also Phantom, Dämon, Jurai. Eventuell Oni. Hast du die Leiche fotografiert? Ich hatte kein Fotoapparat dabei. Aber wir müssen eh noch mal rein. Prozent. Oha. Also für meinen Geschmack hat der zu viel gezogen für eine Mare. Was haben wir denn bis jetzt? Wir haben... Gefriertemperatur. Ja, und Geisterorb. Und Geisterorb, genau. Ja, Phantom, Mare, Jurai, wie ich es gesagt habe. Es ist entweder Phantom oder Jurai. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Geisterbuch und oder EMF Level 5. Und ich habe nicht... bei mir hat es nichts angezeigt, wo ihr gesagt habt, es hat ausgeschlagen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der EMF ist. Ich kann es dir aber auch, wie schon gesagt, nicht sagen, weil du hattest deine Hand durch dieses Überwachungsfenster durchgestreckt und als ich rumkam, warst du weg. Schön. Die arme Sierra. Jetzt die Frage, was nehmen wir jetzt alles mit? Auf jeden Fall ein Fotoapparat, um Sarah zu fotografieren, damit sie wenigstens noch was von der Versicherung bekommt. Ich habe jetzt noch einen Bewegungsmelder dabei, weil durch den anderen rennt er nicht durch.
Ich habe auch nicht so wirklich eine Ahnung, wo der ist. Der muss aber... Ich vermute, dass der in dem Zwischenraum ist. Wo du da hinten zur Krankenstation hin reingehst und dem Gittertor, was da ist. Dass er da dazwischen ist, also habe ich fast die Vermutung. Was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde einen Bewegungsmelder in den kleinen Raum reinhängen, wo der Hauptstrom ist. Weil da ist er ja auch auf jeden Fall hingerannt und hat da fröhlich mal am Lichtschalter rumgespielt. Pass auf, da nehme ich zwei Bewegungsmelder mit, mach einen in den kleinen Raum und einen in den Gang zu der Überwachungshütte. Weil dann sollte man auf jeden Fall bekommen. Okay. Dann nehme ich nochmal ein EMF mit und eine Kamera. Genau. Was hat man jetzt gesagt, was braucht man? EMF oder Buch. Genau, EMF oder genau. Geisterbuch. Schau mal. Wenn man zu hoch kommt und Geisterbuch ist, dann ist eh alles klar. Was denn? Im Gefängnis gibt es kein Radio. Stimmt. Nicht mal in den Büros. Wo ist sie denn? Da hinten in der Ecke. Da ist sie. Oh Gott. Aber sie schlägt diesmal nicht so rum. Okay, toter Körper hat gezählt. Wir haben einen Juraj. Ich hatte gerade einen 5er EMF. Ja, dann haut was nicht. Konstante Dreier. Also bei der tatsächlich einen Fünfer hattest, dann haut was nicht hin. Ich hatte einen ganz kurzen Fünferausschlag, definitiv. War das also die Tür hier zugemacht hat? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Weil das könnte eventuell einen Fünfer auslösen. Hast du. Mir ist unwohl hier langsam schon wieder. Hast du fotografiert Buch? Ich habe ein fotografiert Buch. So. Hat der uns gerade rausgeschmissen? Also ich habe die weiße Tür zugemacht. Er hat da das Gitter zugemacht. Schön. Aber im Endeffekt wurde man gerade rausgeschmissen, ja. Will er jetzt mit Sarah alleine sein, oder? Wahrscheinlich. Also jetzt rennen wir aber auch mit der Kirche ums Kreuz, oder? Ich finde den Weg sogar kürzer, ehrlich gesagt. Also da fand ich den anderen viel kürzer. Aber wir sind schnell aus der Etage raus. Ja. So, schauen wir mal. Jo, Erhob. Nur noch räuchern, dann hätten wir's. Geisterbuch. Also, es ist ein Juraj.
Wollen wir zusammen räuchern gehen oder magst du soll ich alleine gehen oder? Für Sera. Ja. Hast du eigentlich mitgekriegt, durch welchen Bewegungsmelder der gelaufen ist gerade? Nein. Das wäre vielleicht ganz. Das wäre vielleicht ganz gut zu wissen, damit man ein bisschen eingrenzen können noch. Ja, wahrscheinlich. Oder wir können uns aufteilen. Einer räuchert da, wo die zwei Bewegungsmelder sind, und der andere räuchert dahinter zu dem Überwachungsraum. Ja, mir ist Bumse. Ja, let's fetz. Für Sera! Für Sera! Wir beschmeißen den mit Tampons. Nein, das ist Weihrauch. Schaut aber aus wie Tampons. Ist ja wirklich, du schaust aus wie ein Tampon. Das ist doch kein Tampon. Das Teil ist meilenweit von einem Tampon entfernt. Wo läufst du jetzt hin? Ja, ich dachte, du wirst denselben Weg hochgehen, wie du runtergegangen bist. Ja, wir können auch denselben Weg hochgehen, wie wir runtergegangen sind. Habe ich kein Problem mit. Ja, du hast doch gesagt, der ist viel schneller. Sehr ungesund aus. Das sagt die Richtige. Das gibt Rücken. Also ich gehe von dem Überwachungsraum aus auf dich zu. Ich ziehe meine Runde. Und schmeiße einfach hierher. Sera ist hier, die hat mich mit Handschellen beschmissen. Oh, wie schön. Schön, dass du da bist. Ich habe das Gefühl, wir sollten gehen. Ja. Sera, bist du hier? Wo bist du? Was gib uns ein Zeichen. Du? Wie alt hast bist du? Hast du Jurai eingeloggt? Bist du ein Mann? Bist du ein Kind? Bist du eine Frau? Willst du uns töten? Ja, ich glaube, für unsere dumme Fragerei möchte sie das. Ja. Du zitterst ganz schön beim Laufen, muss ich das mal gerade so sagen. Das hat Sera vorhin schon festgestellt gehabt, wo du uns schlagartig verlassen hattest. Ja, genau das. So rennst du auch des Öfteren rum. Und hast dann auch irgendwie Fotoapparat in der Hand. Also hauptsächlich rauf ich so rum. Nee. Nee, nee. Alles abgelockt und eingehakt. Ja. Sera ja, ist mit uns. Ja, Sera. Sera ist mit uns, das ist super. Sera, wenn du Jurai eingeloggt hast, beschmeiß Lux mit Handschellen. Okay, wir können los. Dann, jo. Mein Knie empfindet das als ja. Welcome back. There's some jobs ready for you. Hallo.
Ich sollte mal die Versicherung wechseln. Wieso? Nur weil ich nichts gekriegt habe. Okay, ach, ja, aber klar. Das hättest du vergessen können. Klar hast war du nichts gekriegt. Der hinter dir? Der war direkt hinter mir. Ich hätte hinrennen können, wohin ich wollte, der hätte mich gekriegt. Oh nein. Ja. Aber ist klar, dass... Du jetzt wegen der Versicherung? Es ist klar, dass keine Versicherung gezahlt wird, weil Sarah hatte ja keine Gegenstände mitgenommen. Du kriegst ja bloß von der Versicherung was gezahlt, wenn du Gegenstände mitnimmst. Achso, ich dachte, das ist so standardisiert. Du bist tot. Nö. Hier. Nee. Kriegst du Lebensversicherung. Nee. Eine normale Versicherung zahlt da ja auch nichts, wenn, wenn du nichts angibst. Na gut, dann suchen wir uns mal aus, was wir als nächstes tun und... Genau. Das sehen die Leute in der nächsten Folge. Schreckklass nach. Ich tappe raus und hab genau Seras Unterkiefer und Hals und Augen im Gesicht. Ja, oh das, nein, das... Ich seh dich gar nicht. ich stehe in dir drin und ich sehe jetzt... Ich habe jetzt gerade deine Augen von oben gesehen. Es ist sehr... um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich möchte mich distanzieren. Gegen solche Sachen. Ja, Abstand, gell? Hier. Genau. Ja. Drei Dackellängen. So. Wo ist dein Mundschutz? Entschuldigung, Mund-Nasenschutz. Mund-Nasenschutz? Der liegt bei mir im LKW. Ich habe mal seine Nase gesehen. Dem seine Nase kriegen wir überhaupt keinen Unter. Der braucht einen eigenen Schutz für diese Nase. Willst du etwas sagen, dass ich eine Riesennase habe? Mund-Nasenschutz. Bitte, was will ich sagen? Willst du sagen, dass ich eine Riesennase habe? Ja, irgendwie schon. Gerade gewissen... Ich steck gerade voll mit den Köpfen ineinander. Namaste. Das ist jetzt irgendeine interessante Stellung aus einschlägigen Büchern. Ich wollte gerade sagen. Ja, genau. Also das, wenn du noch mit hoch und runter gehst, schaut es immer dann aus, wenn du mir entgegenkommst, als hättest du, keine Ahnung, einen Riesenbauch. So einen richtigen Ballonbauch. Okay. Gut. Gut. Ja. Alles andere gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Ciao. Ciao.